grüße euch recht herzlich zur Minecraft-Weihnachtsgeschichte. Ich bin euer Erzähler für die nächsten 24 Tage. Aber fangen wir doch einfach an. Jacob Marley war tot. Damit wollen wir beginnen. Als er noch lebte, war Mr. Marley Geschäftspartner eines gerissenen Geldverleihens namens Ebenezer Scrooge. Niemand mochte diesen habgierigen Geizhals Scrooge, denn er hatte nichts übrig für das Leben anderer Menschen. Er hatte nur sich selbst als Gesellschaft. Selbst Weihnachten war für ihn der größte Humbug. Und genau aus den Augen dieser Person möchten wir euch diese Geschichte erzählen. Mr. Cratchit, haben Sie sich schon mit den Zwangsräumungen für morgen befasst? Aber morgen ist doch Weihnachten. Dann packen Sie sie in Geschenkpapier ein. Im Dezember ist es immer besonders schlimm. Die Leute geben viel zu viel Geld für irgendwelchen unsinnigen Schnickschnack aus. Da gibt es viele Zwangsvollstreckungen. Tja, für Geldverleiher wie mich ist das die Erntezeit. Mit Verlaub, Mr. Scrooge, es ist sehr kalt draußen und somit auch hier drin. Wäre es denn nicht möglich, wenn wir ein wenig mehr Kohle verheizen würden? Wäre es nicht möglich, wenn Sie plötzlich zum Heer der Arbeitslosen gehören? Okay, Sie haben mich überzeugt. So kalt ist es ja auch wirklich nicht hier drin. Fröhliche Weihnachten, Onkel. Humbug. Das meinen die doch nicht im Ernst. Welchen Grund hast du, fröhlich zu sein, arm wie du bist? Welchen Grund haben sie, schlecht gelaunt zu sein bei dem ganzen Geld, was sie haben? Wenn es nach mir ginge, sollte das ganze Weihnachtszeug abgschafft werden. Onkel. Neffe, feier du Weihnachten auf deine Art und lass es mich auf meine tun. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ja, da kann ich Ihren Neffen nur zustimmen. Und wie schön lässt es sich erst feiern, wenn man zum Heer der Arbeitslosen gehört? Ihre Argumente überzeugen mich, wie immer, wieder aufs Neue. Ach Onkel, kommen Sie doch am Sonntag zu uns zum Weihnachtsessen. Wir würden uns riesig freuen. Humbug! Und jetzt verschwinde hier! Sie können mir meine Weihnachtsstimmung auch nicht vermiesen, Onkel. Also, fröhliche Weihnachten. Ihnen auch fröhliche Weihnachten. Kurz nachdem der Neffe von Ebenezer Scrooge gegangen war, kam eine gut gekleidete Person zur Tür hinein. Hallo, verehrter Herr. Könnte ich mit Mr. Scrooge oder Mr. Marley sprechen? Mit Mr. Marley? Der ist heute auf den Tag genau 7 Jahre. Das ist natürlich bedauerlich. Ich denke, dann werden Sie den Grund, weshalb ich hier bin, noch besser verstehen. Ich sammle zu dieser kalten Jahreszeit Spenden für die armen Menschen unserer Stadt. Gibt es denn keine Gefängnisse oder Armenhäuser mehr? Doch, doch, die existieren noch. Wunderbar. Ich fürchtete schon, dass sie abgeschafft wurden. Wie viel möchten Sie denn spenden? Nichts. Wünschen, anonym zu spenden? Ich wünsche, dass man mich zufrieden lässt. Ich bezahle durch Steuern schon genug für die armen Menschen, wie Sie sie nennen. Sollen Sie doch in die Armenhäuser gehen. Viele können aber dort nicht hingehen oder würden lieber sterben. Wenn Sie lieber sterben würden, sollten Sie es mal langsam tun. Es gibt ohnehin zu viele Menschen in diesem Land. Guten Tag. Mit diesen Worten wandte sich Scrooge wieder seiner Arbeit zu und beachtete den Mann nicht mehr. Endlich kam die Feierabendstunde. Unwillig stieg Scrooge von seinem Stuhl auf und gab seinem Buchhalter Mr. Cratchit ein Zeichen, woraufhin er ebenfalls aufstand und zu ihm hinkam. Mr. Scrooge, wäre es möglich, dass ich morgen frei bekommen könnte? Wie bitte? Den ganzen Tag? Wenn es Ihnen passt? Nein, es passt mir nicht. Aber Sir, morgen ist doch Weihnachten. Na und? Meinen Sie, die ganzen Rechnungen schreiben sich von alleine? Bitte, Mr. Scrooge. Es ist doch nur einmal im Jahr. Und auch nur ein Tag. Ich werde auch alles nachholen, was ich morgen verpasse. Das will ich auch hoffen. Aber nun gut. Dafür sind Sie aber übermorgen 2 Stunden früher hier. Geht in Ordnung, Mr. Scrooge, Sir. Frohe Weihnachten. Humbug. Nachdem Scrooge spät am Abend auch nach Hause gegangen war, setzte er sich vor den Kamin und genehmigte sich ein Stück Brot. Was ist das? Wo kommen diese Geräusche her?
Wer bist du? Erkennst du mich denn nicht wieder, Scrooge? Ich bin ein alter Freund Marley. Das ist unmöglich. Du bist schon seit 7 Jahren tot. Das stimmt, aber jetzt bin ich wieder hier, um dich zu warnen. Wow, ist das ein super Gefühl, sich wieder bewegen zu können. Du glaubst ja gar nicht, was das für ein Scheiß ist, wenn du dort im Sarg liegst und dich nicht bewegen kannst. Aber warum bist du hier? Du hörst mir auch nicht zu. Mensch, lass mich doch erst ein bisschen meine Beine vertreten. Weißt du eigentlich, wie lange meine Beine schon eingeschlafen sind? Das ist nicht möglich. Ich muss halluzinieren. Du glaubst nicht an mich? Nein, wieso sollte ich? Hallo, du kannst dir doch wohl am besten vertrauen, oder? Du siehst mich doch. Was soll ich denn machen, damit du mir glaubst? Ich weiß nicht. Warum traust du deinem eigenen Sinne nicht? Weil sie eine Kleinigkeit stören können. Wahrscheinlich habe ich nur etwas Falsches gegessen. Genau! Du könntest ein unverdautes Stück Rindfleisch, ein Käse, ein Stück schlechte Kartoffel sein. Wer ihr auch sein mögt, ihr habt mehr mit meinem Magen als mit der Unterwelt zu tun. Scrooge glaubte nicht an den Geist seines verstorbenen Freundes. Dennoch konnte er seinen Blick nicht von der Gestalt lassen, die dort in seinem Zimmer schwebte. Niemals! Du bist nicht echt! Ach, hör schon auf, du Trottel. Ich meine, warum solltest du dir so einen Quatsch einbilden? Na gut, ich werde es dir erzählen. Zu meinen Lebzeiten nutzte ich immer die Arme aus und zog ihnen das Geld aus der Tasche. Genauso wie du es nun tust. Du schmiedest dir aus deiner Habsucht und deiner Gier deine eigene Kette, die Ketten des Geistes, welche du nach deinem Tod mit dir herumschleppen musst. Dich werden heute nach 3 Geister heimsuchen. Der erste wird kommen, wenn der kleine Zeiger auf der Uhr auf die 1 zeigt und der große oben bei der 12 ist. Wie bitte? Um 1 Uhr? Oh, bitte nicht, da schlafe ich doch schon. Ich kann da auch nichts für. Das steht halt so im Drehbuch. Das war zu viel für den alten Scrooge. Nach der rätselhaften Erscheinung legte er sich sogleich zu Bett. Als die Uhr einschlug, wachte er auf und sah sich in seinem Zimmer um. Ich wusste es doch. Humbug. Was war das? Wer ist da? Hallo? Hallo, mein Name ist Rainer Leopold Bananenkranz und ich verkaufe Getreide. Wollen Sie heute noch ein bisschen Getreide kaufen? Ich habe nämlich ganz vergessen, für meine Frau Annette ein Geschenk zu kaufen und wollte jetzt... Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Ich verkaufe auch Waschmaschinen und Milch. Ich diene auch als Cowboy. Wenn Sie also Interesse haben, dann rufen Sie mich einfach an. Ich bleibe dann einfach hier vor der Tür stehen und Sie können mir das Geld dann geben. Kostet auch nur 20 Euro in der Minute, aber für Sie mache ich ein Sonderangebot. Sie bekommen mich schon für 25 Euro in der Minute, wenn Sie wollen. Kann ich auch. Ja Mensch, wo warst du denn? Bin hier gerade voll im erschienen und keiner ist da. Toll! Ich war unten an der Tür. Wer bist du eigentlich? Hey, ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Ich nehme dich mit zu einem Weihnachtsfest. Was du vor vielen, vielen Jahren erlebt hast. Moment, wie soll das gehen? Komm einfach mit durchs Fenster. Bist du verrückt? Ich bin sterblich und könnte mir das Genick brechen. Hey, du bist wirklich dümmer, als du aussiehst. Nimm einfach meine Hand, ich zieh dich mit. Und so flogen der Geist der vergangenen Weihnacht und Ebenezer Scrooge in die Vergangenheit. Sie landeten vor einer alten Schule. Das ist meine alte Schule! Hier war ich als Kind! So ist es. Wie wäre es? Sollen wir reingehen? Aber natürlich! Dich kann dir keiner sehen. Das sind alle Schatten aus deiner Vergangenheit. Das ist unglaublich! Ich kann mich an alles erinnern! Kannst du dich auch an den erinnern? Das gibt es doch nicht. Das bin ich als Kind. So ist es. Warst du nicht immer ein normales Kind? Naja, mein Vater hat es mir nie verziehen, dass meine Mutter nach meiner Geburt gestorben ist. Daher bin ich in den Winterferien immer in der Schule geblieben und habe gelernt. So bin ich auch zu meinem Beruf gekommen.
Sollen wir uns noch ein anderes Weihnachtsfest am selben Ort ansehen? Ach, das war sowieso immer dasselbe. Der Geist der vergangenen Weihnacht führte Scrooge ein Stück weiter in die Zukunft, um genau zu sein 3 Jahre. Direkt vor ein Haus, in dem Scrooge schon seit Jahren nicht mehr gewesen war. Hier arbeitete ja der alte Mr. Fezziwig, ein guter Mensch. Allerdings hat er immer viel zu viel Geld für seine dummen Weihnachtsfeiern ausgegeben. Ich habe meine Lehre in seiner Redstone-Fabrik gemacht. Du hast ganz recht. Hier lernst du auch noch deine erste und einzige Liebe Belle kennen. Aus eurer Hochzeit wurde nichts, weil du immer geistiger geworden bist. Und so auch deine Liebe zu ihr mit der Zeit schwächer wurde. Bis sie dich nach wenigen Jahren verlassen hat. Macht es dir Spaß, mich so zu quälen? Aber du weißt doch, das sind nur die Schatten der Dinge, die einst waren. Und dass sie so sind, wie sie sind, hast du allein dir zu verdanken. Die Worte des Geistes trafen Scrooge hart. Er hatte nie daran gedacht, was für ein habgieriger, egoistischer Idiot er geworden war. Hallo? Ich kann nicht hören. Du brauchst jetzt nicht auch noch in der Wunde rumstochern. Ich mache nur meinen Job. Darf ich jetzt bitte weitererzählen? Ja, aber beeil dich, ich bin müde. Mit diesen Worten legte sich Ebenezer Scrooge zu Bett. In der Nacht träumte Scrooge von seltsamen Dingen. Ebenezer Scrooge. Ist ein großer Geizhals. Er ist wie mein Onkel Dagobert aus Lindenhausen. Der hat doch sowieso keine Freunde. So eine unfreundliche Person habe ich noch nie gesehen. Hallo, wollen Sie Getreide kaufen? Mit diesem alten Sack möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ebenezer Scrooge, du warst dieses Jahr unartig. Und du weißt, was das heißt. Knecht Ruprecht kommt zu dir. Nein, bitte nicht! Geizhals. Gut, ich hoffe, das wird dir eine Lehre sein. Der nächste Geist wird um 2 Uhr erscheinen. Was für ein Albtraum. Wie viel Uhr es wohl ist? 1.57 Uhr, wenn du es genau wissen willst. Wer hat denn mit dir geredet? Erzähl du lieber deine Geschichte weiter. Tachelöchen, na, du bist aber ein lustiges Kerlchen. Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen oder hast du schlecht geträumt? Nein? Nein, komm doch ruhig näher. Lass mich raten, du bist der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Da hast du aber richtig geraten, hm? Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Das hast du mich schon einmal gefragt, aber nein, ich hatte einen Albtraum. Ach, ist dir denn noch nie aufgefallen, dass man am Weihnachten immer glücklich ist? Nein, mir ist sowieso nicht klar, wieso man dieses verdammte Fest feiert. Da kann ich dir aber helfen. Weihnachten, auch Christfest, Heiliger Christ oder Weihnachten genannt, ist das Fest der Geburt Jesu Christi. Festtag ist der 25. Dezember. Der Christtag, auch Hochfest der Geburt des Herrn, dessen Feierlichkeiten am Vorabend, am Heiligen Abend, auch Heilige Nacht, Christnacht, Weihnachtsabend, 24. Dezember beginnen. Er ist in vielen Staaten ein gesetzlich geschützter Feiertag. In Deutschland, Österreich und vielen anderen Ländern kommt als zweiter Weihnachtsfeiertag der 26. Dezember hinzu, der in der römisch-katholischen oder in der altkatholischen Kirche als Stephanstag begangen wird, aus der Wikipedia freien Enzyklopädie. Tja, so meinte ich das jetzt eigentlich nicht. Und so brachte der Geist der gegenwärtigen Weihnacht Scrooge zum diesjährigen Weihnachtsfest in das Haus seines Neffen Fred. Hey Scrooge, jetzt bitte nicht erschrecken, ich bin die Ersatzstimme, meine normale Stimme ist gerade im Urlaub und ich muss jetzt spontan dafür einspringen, ja? Ja, okay, wir sind hier bei Fred, oder? Hallo Fred! Er kann dich nicht sehen und hören, denn alles, was du hier siehst, sind nur die Schatten der Dinge, die heute passieren könnten. Ja, so ist das. Und warum hast du mich hierher gebracht? Hör doch einfach mal zu, du Dummerchen! Freunde, lasst uns was spielen. Oh ja, lasst uns Wer bin ich spielen.
Super Idee. Wer könnte ich denn sein? Ah, ich hab's. Fang an zu raten. Bist du schon tot? Nein. Bist du bekannt? Ja. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Angelo Merte, richtig? Nein, da liegst du ganz daneben. Mögen die Menschen dich? Nein. Wer könnte das denn sein? Hast du Freunde? Viele? Auf gar keinen Fall. Jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist der unbeliebte Ebenezer Scrooge. Richtig, das ging aber schnell. Was für eine bittere Erkenntnis, die Scrooge durch den Geist erhalten hatte. Doch es war noch nicht zu Ende. Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht führte Scrooge in das Armenviertel der Stadt. Was soll das? Wieso hast du mich hierher geführt? Ey, hier wohnt dein Buchhalter, Mr. Cratchit. Ha, da vorne kommt er ja auch schon. Wer ist der Junge in dem Minecart? Rollstuhl, meine ich. Das ist sein Sohn Tiny Tim. Er leidet an einer schweren Krankheit, wodurch er sehr schwach ist und auf den Rollstuhl angewiesen ist. Frohe Weihnachten, mein Sohn. Lass uns anfangen zu essen. Wie gut, dass wir unterwegs noch diesen Getreidehändler getroffen haben. Sonst hätten wir gar nichts zu essen gehabt. Ja, ich glaube, Rainer hieß er. Er war zwar ein bisschen verrückt, aber sein Getreide ist sehr billig gewesen. Geht es dir gut? Du darfst doch nicht so schlingen. Das ist nicht gut für dich. Das ist ja schrecklich. Ich zahle den armen Mr. Cratchit viel zu wenig für seine harte Arbeit. Sag mir, Geist, wird der kleine Tim überleben? Ich bin nur für die Gegenwart zuständig. Aber wenn sich an den Schatten nichts ändert, wird der Kleine es wohl nicht schaffen. Aber was soll's? Es gibt sowieso zu viele Menschen in diesem Land. Oh Gott, das sind meine Worte. So, mein Lieber, ich bin dann auch mal weg. Aber so warte doch. Du hast mir die Augen geöffnet. Du hast mich verändert, ist dir das klar? Aber natürlich weiß ich das. Das hat mir mein Cousin bereits erzählt. Dein Cousin? Wen meinst du? Na, den Geist der Weihnachtsfeste, die noch kommen werden. Und ich bin nun echt müde. Weißt du eigentlich, wie anstrengend es ist, so lange hier auf der Erde rumzuhängen? Ja, nein, woher auch? Wo sind wir hier eigentlich? Und was wird nun aus mir? Du stellst viel zu viele Fragen. Wie du siehst, sind wir hier auf einem Friedhof und den Rest erfährst du von meinem Cousin. Dem Geist der Weihnachtsfeste, die noch kommen werden? So ist es. Huh, haben Sie mich erschreckt? Ich kenne Sie irgendwoher. Haben Sie nicht mal in einem anderen Video mitgespielt? Und bist du der Geist der zukünftigen Weihnacht? Der Geist der kommenden Weihnacht war ein unheimlicher Gesell. Kein Wort kam über seine Lippen. Ich weiß auch nicht viel über seinen Tod. Wann ist er denn gestorben? Letzte Nacht in seinem Haus. Und was wird aus seinem vielen Geld? Das würde ich auch gern wissen. Ich kenne niemanden, der etwas von ihm bekommen hat. Er hat auch keine Freunde oder Verwandte. Haha, das wird sicher eine billige Beerdigung, wenn er überhaupt beerdigt wird. Ich würde das ja nicht tun. Über wen reden die beiden? Doch der Geist zeigte nur wieder zu den beiden Herren. Konntest du was aus seiner Wohnung mitnehmen? Ja, seine Bettvorhänge. Das ist aber alles billiger Stoff. Und du? Ich habe seine Decke mitgenommen. Ein bisschen was wird sie wohl wert sein. Ich glaube, ich habe verstanden. So wie das Leben dieses Mannes geendet ist, wird auch meines enden, wenn ich nicht bald etwas an mir verändere. Nach der Erkenntnis, die Scrooge durch den Geist erhalten hatte, führte der Geist ihn wieder zum Haus von seinem Buchhalter Bob Cratchit. Wir sind wieder bei Bob Cratchits Haus. Das erwähnte ich gerade. Humbug! Es wirkt halt spannender, wenn ich's auch nochmal sag. Von mir aus. So kann ich nicht arbeiten! Ich fang da nochmal an. Wir sind wieder bei Bob Cratchits Haus.
Hier wohnt die Freude. Schön, dass du mich hierher gebracht hast. Sollen wir reingehen? Aber was ist hier los? Doch nicht Tiny Tim. Oh Tim, ich hoffe auf deinem kleinen Hügel, auf dem Friedhof. Gefällt es dir? Ich wünsche dir jedenfalls fröhliche Weihnachten. Aber das ist ja furchtbar. Muss es dieses Weihnachten wirklich geben, Geist? Tiny Tim war tot. Ein großer Schock für den alten Ebenezer, doch was er nun erfahren würde, wird sein Leben für immer verändern. Was soll das? Wo sind wir hier? Doch nicht wieder auf dem grausamen Friedhof. Es gibt bestimmt noch etwas, was ich erfahren muss, ist es nicht so? Und ich glaube, ich weiß, was ich dich fragen soll. Wer war dieser elende Mensch, dessen Tod den Menschen so viel Glück und Hoffnung gebracht hat? Bitte nein, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich einst war. Warum zeigst du mir das, wenn es für mich keine Hoffnung mehr gibt? Ich verspreche es, ich werde das Weihnachtsfest fortan in Ehren behalten. Ich will in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben. Dafür musst du aber meinen Namen von diesem Stein löschen. Bitte sprich mit mir. Ich bin wieder zu Hause. Ja, und es war seine eigene Bettpfoste. Es war sein Bett und sein Zimmer. Und was das Glücklichste und Beste war, in Zukunft konnte er sich bessern. Ich will in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft leben. Geister von allen dreien sollen in mir wirken. Oh, Jacob Marley, der Himmel und die Weihnachtszeit seien dafür gepriesen. Ich sag es auf meinen Knien, alter Jacob, auf meinen Knien. Ich bin leicht wie eine Feder, glücklich wie ein Engel, lustig wie ein Kind. Fröhliche Weihnachten allen Menschen, ein glückliches neues Jahr der ganzen Welt. Hey Junge, was ist denn heute? Alter, was willst du von mir? Was ist heute, mein Junge? Heute? Na, Weihnachten, was sonst? Es ist Weihnachten? Ich habe es nicht versäumt. Die Geister haben alles in einer Nacht geschafft. Sie können alles, was sie wollen. Natürlich, natürlich. Hey da, mein Junge. Was willst du denn noch? Kennst du den Geflügelhändler zwei Blöcke weiter? Ja, natürlich kenne ich den Rainer. Weißt du, ob das große Huhn bereits verkauft wurde? Ja, der ist noch da. Dann geh hin und kauf es. Willst du mich verarschen? Nein, nein, los, kauf es und bring es zu mir. Wenn du wiederkommst, gebe ich dir 10 Euro. Wenn du in weniger als 5 Minuten wiederkommst, sogar 20 Euro. Kurze Zeit später kam auch der Junge mit dem Huhn wieder um die Ecke und übergab dieses den über beide Backen grinsenden Scrooge. Ich werde ihn Bob Cratchit schenken. Scrooge freute sich. Er lachte und hüpfte durch die Straßen und begrüßte die Menschen freudestrahlend. Hallo, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie hatten gestern einen erfolgreichen Tag. Mr. Scrooge? Das ist mein Name und ich fürchte, Sie haben mich in schlechter Erinnerung behalten. Dies möchte ich nun wieder gut machen. Hätten Sie die Güte für mich, die Mitte? Mr. Scrooge, ist es Ihr Ernst? Wenn es Ihnen gefällt und kein Penny weniger, es gibt noch viele Rückstände aus den vergangenen Jahren. Mein Herr, ich weiß nicht, was ich zu solcher Großzügigkeit sagen soll. Sagen Sie einfach gar nichts dazu. Frohe Weihnachten. Da stand er nun, vor dem Haus seines Neffen Fred. Scrooge brauchte einige Zeit, bis er sich traute, endlich an die Tür zu klopfen. Ebenezer? Wer ist da, Fred? Du wirst es nicht glauben. Es ist Scrooge. Mein Onkel Scrooge.
Was willst du hier? Habe ich noch Schulden bei dir? Mein Name ist Ebenezer Scrooge und nicht Peter Zwegert. Was willst du denn dann hier? Hast du mich nicht gestern zum Essen eingeladen? Du meinst, du willst mit uns Weihnachten feiern? So ist es, Neffe. Ja, dann immer herein, Onkel. Ich möchte euch allen ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen. Fröhliche Weihnachten. Und mich für alle meine unglücklichen Äußerungen über Weihnachten bei euch entschuldigen. Mir tut es unglaublich leid, wie ich euch in den letzten Jahren behandelt habe. Wie kommen Sie denn zu dieser Erkenntnis, Onkel? Der Geist der Weihnacht hat auch den Weg zu mir gefunden. Scrooge feierte mit seinem Neffen und dessen Freunde bis spät in die Nacht. Es war eine wundervolle Gesellschaft, wundervolle Spiele und wundervolle Glückseligkeit. Am nächsten Morgen war Scrooge bereits sehr früh in seinem Geschäft. Er wollte Bob Cratchit beim zu spät kommen erwischen. Und es gelang ihm. 9 Uhr, kein Bob. 10 nach 9, kein Bob. 15 nach 9, immer noch kein Bob. Er kam ganze 18,5 Minuten zu spät. Mr. Cratchit, warum sind Sie zu spät? Es tut mir außerordentlich leid, Sir. Ich habe mich verspätet. Unverschämtheit! Es ist doch nur einmal im Jahr, Sir. Es soll nicht wieder vorkommen. Es wurde gestern nur etwas spät. Nun, ich will Ihnen was sagen, Freundchen. Ich kann es nicht länger mit ansehen und daher... Und daher will ich Ihr Gehalt erhöhen. Fröhliche Weihnachten, Bob. Fröhlichere Weihnachten, als ich Sie so manches Jahr hab feiern lassen. Ich will Ihr Gehalt erhöhen und versuchen, Ihrer Familie unter die Arme zu greifen. Aber, Sir... Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Kommen Sie doch heute zu mir, zum Weihnachtsessen. Und so begleitete Scrooge Bob Cratchit auf dem Weg nach Hause. Dort angekommen rückte Scrooge mit seiner zweiten Überraschung heraus. Frohe Weihnachten, Tim. Ihnen auch, Mr. Scrooge, Sir. Nenn mich doch einfach Ebenezer, okay? Ja, Mr. Scrooge. Setzen Sie sich doch, Sir. Sehr gerne. Ich habe aber noch eine Überraschung für euch beide. Noch mehr? Wie kommen wir denn zu dieser Erde? Mir wurden die Augen geöffnet und daher habe ich unser Weihnachtsessen besorgt. Bringt das Huhn herein! Mr. Scrooge, das kann ich nicht annehmen. Das ist... Keine Widerrede, jetzt wird gegessen. Scrooge wurde ein besserer Mensch. Er tat alles und noch mehr, als er versprochen hatte, und für Tiny Tim, welcher zum Glück nicht starb, wurde er wie ein zweiter Vater. Fortan liebte er das Weihnachtsfest, spendete viel Geld und grüßte alle Menschen, welchen er auf der Straße begegnete. Und damit, liebe Zuschauer, ist diese Weihnachtsgeschichte zu Ende. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Wollen Sie Getreide kaufen? Aber natürlich. Wie viel kostet ein Kilo? Oh, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet.